Moin Leute, ich bin Felix Weiß von Jürgen Weiß Immobilien und nehme euch heute mal mit an die Makarska Riviera. Wir haben den Master Kitchen in der Hand. Lass uns mal hochschauen, was uns da erwartet. So, ich würde sagen, wir arbeiten uns von Geschoss zu Geschoss nach oben. Wird etwas dauern bei 3 Geschossen und insgesamt knapp 400 Quadratmeter Wohnfläche. Wir sind jetzt hier im ersten Obergeschoss. Man erwartet vieles, aber nicht, dass das komplette Geschoss ein eigener Wellnessbereich ist. Wir haben hier eine Sauna, ein Hammam, dann ein Fitnessbereich und hier noch ein Whirlpool. Ich glaube, für den Adonis-Körper reicht das hier nicht aus mit den Geräten, aber für ein kleines Cardio-Workout sollte es passen. Der Eigentümer spricht Englisch und Kroatisch, hat uns hier eben vieles erklärt im Haus, unter anderem die Dusche. Er meinte, das ist eine sogenannte Experimental Shower. Man sieht hier verschiedene Modi, das heißt, es ist eine Regendusche mit diversen Funktionen. Und ich finde, gerade bei Häusern dieser Art hat man schon oft erlebt, der Außenbereich ist cool, du hast einen riesen Wohnbereich, aber dann sind die Badezimmer nicht so durchdacht und gehört ja auch dazu. Hier links haben wir noch ein Chill Area für kühlere Tage. Und das hier ist die erste Terrasse. Hat auch eine echt coole Größe. Und wenn ich mir vorstelle, hier noch so ein paar Lounge-Möbel hin, hier dann die Liegen, bei dem Ausblick, schon cool, oder? So, jetzt sind wir im zweiten Obergeschoss angekommen. Und Leute, was ist das für eine Küche mit diesem Ausblick? Wir haben hier eine sehr offen gehaltene Küche mit großer Kücheninsel, Induktionsherd, dann hier Mikrowelle und Ofen in einem, darf auch nicht fehlen, Weinkühlschrank, 2 riesige Kühlschränke, coole Holzoptik hier gehalten, auch das indirekte Licht da, das finde ich ganz nice, diese Lichtelemente. Großer Esstisch, boah, mit dem Blick hier Abendessen, das ist schon cool. So, bevor ich es vergesse, der Kamin, sehr zentral hier integriert und trennt dann Wohnbereich und Küche ab, finde ich ganz cool gemacht. Das Haus wird komplett möbliert verkauft. Das heißt, die Möbel hier sind von einem kroatischen Möbeldesigner namens Prostoria. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das ist auch nicht unüblich, dass in Kroatien Immobilien möbliert verkauft werden, einfach weil viele aus dem Ausland kaufen, sich nicht damit beschäftigen wollen. Wie kriege ich jetzt meine Möbel importiert? Wo muss ich welche kaufen? Wo passt die Qualität? Also nicht unüblich und passt auch gut hier rein, wie ich denke. So, jetzt gehen wir mal Richtung Pool. Der Pool hier 18x4 Meter lang. Wir haben uns selber in Split eine kleine Villa gemietet, auch mit Pool. Die ist, ich glaube, vom Pool, was hat die, 8x4 Meter. Man kühlt sich mal ab, man springt mal rein, aber hier könnte man wirklich schwimmen und man hat hier absolute Privatsphäre. Nicht allzu schlecht, wenn man da morgendlich seine Runden dreht. Lass uns mal hochgehen zu den Schlafzimmern. So, wir haben insgesamt 3 Schlafzimmer, alle mit Badezimmer en suite, das heißt direkt verbundenem Badezimmer. Wir schauen uns mal 1 der 3 Schlafzimmer an. Viel in Holzoptik gehalten, mit Ankleidebereich, die Betten von unten beleuchtet. Und mein Highlight hier, man hat eine eigene kleine Terrasse, wo man dann morgens seinen Kaffee erstmal genießen kann. Dann hier mit dem Panoramablick, da hinten auf die Berge, auf den Pool, aufs Meer. So kann man aufwachen morgens. So, jetzt sind wir in der 3. Etage angekommen, auf dem Rooftop. Das Wichtigste hier natürlich der Ausblick. Wir blicken hier aufs Meer und direkt auf die Insel Brač. Da haben wir auch schon gedreht, das war das Villenensemble in Sutivan. Da hinten ist die Insel Korčula. Hinter Brač die auch sehr bekannte Insel Kvar. Und hier direkt das Gebirge, das auch hier direkt anfängt. Das heißt, das ist die Nara-Gebirge. Da hinten dann der Biokovo Nationalpark. Gebt mal bei YouTube ein Biokovo Skywalk. Da seht ihr teilweise erstmal diese richtig coole Location und dann DJ-Sets, wieder bekannte DJs auflegen, weil die Szenerie einfach richtig krass ist. Dann das Rooftop hier in verschiedene Chill-Areas aufgeteilt. Hier eher die Sitzmöglichkeit, da dann die Liegen. Was alle Bereiche gleich haben, ist natürlich der traumhafte Ausblick und hier dann unten der Pool eingefangen. Noch ein paar Facts zum Haus. Grundstücksgröße 861 Quadratmeter, knapp 400 Quadratmeter Wohnfläche, 3 Schlafzimmer mit 3 Badezimmern en suite, Wellnessbereich, Pool Area, großes Rooftop, dieser Blick
Und was ganz spannend ist, wenn man das Ganze nicht als Eigennutzung betrachtet, sondern vermieten möchte, um die 1200 Euro Mieteinnahmen am Tag, gerade in der Hochsaison. Meldet euch gerne, wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr die Immobilie besichtigen wollt. Ich bin Felix Weiß von Jürgen Weiß Immobilien. Auf zur nächsten Immobilie.